Hier an der Grenze zu Österreich war ein Megaprojekt geplant. Der größte Windpark Bayerns sollte da entstehen. Bis zu 40 Windräder im Landkreis Altötting. So der Plan. Bis zum Januar 2024. Dann Bürgerentscheid in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Altötting in Mehring. Gut 2000 Einwohner. Und von denen sagt eine Mehrheit bei der Abstimmung paar hundert Leute Nein. Damit waren die Pläne für Bayerns größten Windpark Vergangenheit. Das ist direkte Demokratie und ein Beispiel für das, was Markus Söder auf die Nerven geht. Bürgerentscheide können befrieden, aber sie werden zunehmend auch gerne als Blockade eingesetzt. Ja, und jetzt? Sollen die Bürger weniger mitreden? Will Söder weniger Demokratie? Ginge das überhaupt? Und warum das ein sehr harter Weg wäre für den Ministerpräsidenten? Um diese Fragen geht es jetzt. Kennt ihr den noch? Wir wollen mehr Demokratie wagen. Willy Brandt, 1969, seine berühmte Regierungserklärung. Der SPD-Kanzler hat damals versprochen, die Bürger stärker einzubinden. Senkung des Mindestwahlalters auf 18 Jahre, mehr Mitbestimmung, mehr Mitverantwortung für Bürgerinnen und Bürger. Damit hat Willy Brandt vor über 50 Jahren einen Trend gesetzt, der bis heute anhält. Immer mehr Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen. Volksbegehren auf Landesebene, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in den Kommunen. In Bayern gibt es die seit 1995. Und die Bayern lieben die direkte Demokratie. Dazu gleich mehr. So, und jetzt erstmal Markus Söder. Er hat vor kurzem in einer Regierungserklärung ausgeführt, wie er Bayern modernisieren will. Weniger Vorschriften, weniger Regeln, weniger Bürokratie, solche Sachen. Und an einer Stelle hat Markus Söder das hier gesagt. Manches wird nicht durch die Bürokratie, sondern natürlich auch von den Bürgern selbst gern gebremst. Bürgerentscheide können befrieden, aber sie werden zunehmend auch gerne als Blockade eingesetzt. Das gilt für Solar- und Windparks, Energieanlagen, aber auch für ganz wichtige Projekte der Daseinsvorsorge, zum Beispiel Krankenhäuser. Wir müssen uns einfach mal die grundsätzliche Frage stellen, ist die Balance von Einzelinteressen und ist die Balance des Allgemeinwohls richtig austariert? Ich finde, wir haben da Veränderungs-, Diskussions- und Verbesserungsbedarf. Veränderungs- und Verbesserungsbedarf? Klar, was das bedeuten soll. Weniger Bürgerentscheide, also weniger mitentscheiden. Heißt das jetzt Schluss mit Willy Brandt? Will Söder weniger Demokratie wagen? Was er genau vorhat, das ist noch gar nicht klar. Wir stehen am Anfang einer größeren Debatte, die, je nachdem, wie sie in Bayern läuft, auch in anderen Bundesländern geführt werden könnte in Zukunft. Klar ist, Söder und nicht nur ihn stören Bürgerentscheide vor allem dann, wenn sie die Energiewende blockieren. Was ist denn das eigentliche Problem? Zu viel Demokratie oder zu viel Egoismus von Einzelnen? Nochmal Beispiel Landkreis Altötting. Wie gesagt, da sollte der größte Windpark Bayerns entstehen. Aber dann im Januar Bürgerentscheid in diesem Landkreis, und zwar im kleinen Mehring, um genau zu sein. Es waren 474 Stimmen mehr gegen den Windpark als dafür. So was meint Söder, wenn er von Blockade für eine ganze Region spricht. Ein kleiner Ort, vielleicht sogar nur ein Dorf, entscheidet, wie es mit einer ganzen Region weitergeht. Aber Moment mal, wie oft passiert sowas eigentlich? Wie groß ist dieses Problem Bürgerentscheid als Blockade? Betrachtet man die Zahlen zur direkten Demokratie in Bayern in den letzten 10 Jahren, dann muss man feststellen, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide den Klimaschutz in Bayern eher vorangetrieben als gebremst haben. Knapp 2/3 aller klimarelevanten Bürgerbegehren, also Bürgerbegehren zu Fragen der Windkraft, zu Solaranlagen etc., 2/3 von diesen Bürgerbegehren hatten eine klimaschutzfördernde Zielrichtung, wohingegen lediglich 1/3 dieser Bürgerbegehren den Klimaschutz ausbremsen wollten. Hier kann also nicht wirklich von einer grundsätzlichen Blockadehaltung der Bürgerinnen und Bürger gesprochen werden. Okay, von grundsätzlicher Blockade hat Markus Söder aber auch nicht gesprochen. Er sagt, so oder so, es sei zu viel Blockade. Und jetzt werden sich einige bestimmt bestätigt sehen. Kleiner Rückblick. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die direkte Demokratie überall in Deutschland ausgebaut. 1995 auch in Bayern. Dessen Bürger haben damals per Volksentscheid abgestimmt, also auf Landesebene. Sie wollten mehr Demokratie. Nicht nur in Wahlen, sondern Bürgerentscheidungen auch in den Kommunen. Seitdem haben wir Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Einigen ging das damals zu weit. Zum Beispiel Alois Glück, Fraktionschef der CSU im Landtag. Und sein Argument kommt einem bekannt vor.
Ich gehe davon aus, dass da und dort, insbesondere in größeren Städten, auch von Seiten der CSU überlegt wird, inwieweit dieses Instrument genutzt werden kann gegenüber der Regierungspolitik von Rot-Grün. Trotzdem bleiben meine Zweifel, ob es letztlich der Kommunalpolitik gut tut, über diesen Weg Dinge erzwingen zu wollen oder erzwingen zu müssen. Es bleibt die Skepsis und auch die Sorge, dass es auch zu Lähmungseffekten in der Kommunalpolitik kommen kann. Genau das Gleiche sagt heute Markus Söder. Bürgerentscheide als Blockade. Haben wir zu viel Demokratie gewagt? Interessant finde ich, dass sogar Willy Brandt das anscheinend befürchtet hat damals. Er hat 1969 ja nicht gejubelt, super, auf jeden Fall mehr Demokratie, weil mehr und direkte Bürgerbeteiligung selbstverständlich ist, belebend für die Demokratie und so weiter. Sondern Brandt hat von einem Wagnis gesprochen. Deshalb jetzt die Frage, zu viel gewagt? Zwei Gedanken dazu. Zum einen geht es um konkrete Politik, zum Beispiel Windkraftprojekte, die an Bürgerentscheiden scheitern können. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, die Bedeutung von direkter Demokratie für die Demokratie als Ganzes. Gerade in so aufgeregten oder auch polarisierenden Zeiten wie den aktuellen ist es umso wichtiger, direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung beizubehalten oder sogar auszubauen. Denn wenn ich frühzeitig informiert werde über das, was die Gemeinde vorhat, wenn ich meine Stimme einbringen kann und diese auch gehört wird, dann steigert das auch meine Akzeptanz für politische Entscheidungen, selbst wenn ich inhaltlich dagegen bin. Und diese Art der Beteiligung, des Zusammenkommens, des Miteinanderdiskutierens, das ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Es zeigt, es könnte ein schwieriger Weg werden zur Reform der Bürgerbeteiligung, wie Markus Söder das vorschwebt. Ich nenne euch jetzt noch drei weitere Gründe, warum dieser Weg wirklich schwer ist. Erstens, die Bayern lieben Mitbestimmung. In keinem anderen Bundesland reden die Bürger so oft und so gerne mit. Mehr als die Hälfte aller Bürgerbegehren in Deutschland kam letztes Jahr aus Bayern. Zweitens, Söders eigene CSU ist stolz auf die Mitbestimmung. In ihrem Grundsatzprogramm steht, Bayern ist das Land der Bürgerentscheide. Und drittens, Söders Koalitionspartner liebt Bürgerentscheide. Die Freien Wähler wollen sogar mehr bürgerliche Mitbestimmung. Hier das Programm der Freien Wähler zur Landtagswahl in Bayern letztes Jahr. Da fordern sie zum Beispiel eine, Zitat, Absenkung der Mindestbeteiligung bei Bürgerentscheiden. Und Hubert Aiwanger sagt, mit schönem Gruß Richtung Markus Söder, generell, glaube ich, müsste man die Bürger eher mehr mitnehmen als weniger. Also wird hart die Mission weniger Demokratie wagen. Deshalb Taktik Söder, er setzt auf direkte Beteiligung bei der Reform der direkten Beteiligung, nämlich auf einen runden Tisch mit allen, die dazu was zu sagen haben. Der Moderator dieses runden Tisches ist 81 Jahre alt, Söders Vorvorgänger als Ministerpräsident in Bayern und er ist eigentlich ein Fan von direkter Demokratie. Wenn man Günther Beckstein zuhört, dann merkt man, der weiß, dass das irgendwie schwer wird. Söder sagt, es geht um eine neue Balance von Gemeinwohl und Einzelinteresse. Ein kleines Dorf, ein paar Leute gegen eine ganze Region. Aber was, wenn es um Gemeinwohl gegen Gemeinwohl geht? Dann wird es schwieriger. Aber da ist es natürlich leichter, dass man sagt, das Gemeinwohl muss Vorrang haben vor dem reinen individuellen Wohl. Es wird schwieriger, wenn Gemeinwohlinteressen gegen andere Gemeinwohlinteressen steht. Deswegen hat mir Ministerpräsident Söder hier eine sehr reizvolle, aber auch eine sehr schwierige Aufgabe gegeben. Aber es ist ja auch nicht zwangsläufig, dass man zu einem einheitlichen Ergebnis am Ende kommt. Ja, alter Trick, die Erwartungen niedrig hängen, das ist natürlich Taktik für diesen runden Tisch. Becksteins Auftrag ist aber eindeutig. Er soll eine neue Grenze ziehen zwischen Beteiligung der Bürger und Blockade. Was meint ihr? Leidet unser Land an zu viel Demokratie oder an zu viel Egoismus? Schreibt es mir hier in die Kommentare.